Hallo Welt, da sind wir wieder. Und Sandra, du bist auch da. Hallo Sandra, du bist da ganz drüben. Ja, hallo Richie, hallo YouTube. Ja, wir wollen den Ostposten. Schön leise. Ja, Alarm. Ausschalten, weil Ethanol. Da bekommen wir mehr Ethanol, wenn wir den ausschalten. Okay, ich guck mal, ob ich dran komm. Ich glaube, da müsste von deiner Seite müsste der erreichbar sein. Okay, kaputt. Bist du das? Ich nicht, ich bin weit weg. Vielleicht ein Bär? Vogel! Du hast keine Verstärkung, ruf, wenn der kaputt ist. Ja, eben. Ja, haben wir es wieder geschafft. Ja, zwei Minuten. Ist ja ganz nett. Ja. Trailerstadt befreit. Trailerstadt, nicht der leere Garten, okay. Wollen wir weiter oder hier plündern? Plündern. Hallo, unsere Leute. Entschuldigung, jetzt schießt sie auf. Was ist passiert? Den Bären habe ich doch angelockt hier. Alles in Ordnung? Ja, alles in Ordnung. So, wir plündern und dann gehen wir weiter. Alles gut, okay. Was zu lesen für das? Schon unterwegs? Autsch. Aua! Was hast denn du da für eine Waffe? Schnellfeuerwaffe. Oh.
So, so. Und so. Hier ist der Abspann. Mhm. Doch nicht. Warum? Geht, so? Geht nicht. Doch jetzt. Kannst du? Ich nicht, nein, ich höre bei dir mit. Michi und ich wollten euch nur dran erinnern. Seit wir von Papst übernommen haben, läuft es besser denn je. Gott weiß, wie sehr wir diesen Mann geliebt haben. Aber wir hätten nicht halb so viel wie jetzt, wenn der noch atmen würde. Ist noch was zu lesen? Notiz der Highwayman. Leider ist es ganz schön schwer, lebende Ziele fürs tägliche Übungsschießen zu finden. Also müsst ihr euch mit denen, die wir haben, abwechseln. Ansonsten könnt ihr nach Lust und Laune auf die Fake-Ziele schießen. Aber macht sie nicht kaputt. Die sind nämlich auch schwer zu kriegen. Die Fake-Ziele habe ich schon. Habe ich schon erwischt. Habe ich dich angesteckt? Ja. So. Ach, nur eine Leiche. Okay. Ich glaube, wir haben aber alles, oder? Ich bin mir sicher, wir haben alles hier. Kein Zerif oder so, aber muss ja auch nicht immer sein. Jetzt ist. Dann ja. Haben wir Herc Drewman Jr. in hier. Mhm. Kommen wir mal besuchen hier. Okay. Ist der weit? 269 Meter. Hast du deine Sachen abgegeben? Was für Sachen? So, Fälle und so. Ja, ja. Kann los. Wo geht's lang? Hier runter? Wow, das war gar keine Straße. Oh, cool. Also bist du auch wo? Abstand. Ja. Ach, da oben ist der. Da wird umgeschossen. Okay, ich komme von links, du von rechts. Oh. Das ist krass. Mir so bekannt vor, als hätten wir das hier schon tausendmal in einer endlosen Endlosschleife erlebt, der keiner von uns hier entkommt. Wie auch immer, ich bin Herc und bin froh, dass du da bist. Ich brauche eine Fahrerin. Eine Fahrerin, die die Kühnheit besitzt, ungebremst auszurasten, wie ich in jungen Jahren. Nun, zweifellos hast du vielleicht schon viel von mir gehört, von meinen zahlreichen Wundertaten. Du warst schon im Schlafzimmer, aber nicht nur da. Tja, all diese Geschichten sind wahr. Auch die, in der ich ein ganzes Land mit einer Affenbande befreit habe, der ich vorher den Umgang mit fast legalen Waffen beigebracht habe. Aber dann habe ich diesem Leben voll Ruhm und Reichtum mit all seinen Tücken den Rücken gekehrt, um sesshaft zu werden. Ich habe ein Geschäft gegründet. Mit meinem Cousin. Wir machen Partyschnaps. Und dann habe ich noch die Frau meiner Träume getroffen und mit ihr ein Baby gemacht. Es war ein gutes Leben. Ein friedliches Leben, aber dann.
Dann kamen die Highwaymen und nahmen es mir weg. Sie nahmen mir die Brennerei ab. Und meine Karre. Und meine Frau. Und dann wollten sie auch noch mein Baby. Jetzt ist es was Persönliches und ich werde sie fertig machen. Wie John Wick. Und ich hole mir alles zurück und zwar zuallererst meine Karre. Aber dabei brauche ich dich als Fahrerin. Als furchtlose Begleiterin, die todesmutig Leib und Leben riskiert, während ich wie ein Irrer alles abschieße, was uns in die Quere kommt. Wie Captain Porno, der Superheld. Ich weiß gar nicht, was das bedeuten soll. Tut mir leid. Irgendwie ist da die Fantasie mit mir durchgegangen. Es klang irgendwie cool. Belassen wir es dabei. Okay. Begleitest du mich auf diesem steinigen Weg der Rache? Wenn ja, werden der Affengott und ich dich reicher belohnen, als du es dir je hast träumen lassen. Partyschnaps, VHS-Kassetten mit Pornos, coole Waffen. Ich geh für die Waffen. Ja klar. Ich weiß deine Hilfe zu schätzen, Keule. Ich verspreche dir, du wirst meine Karre lieben. Die geht ab wie ein Zäpfchen, so richtig Fast und Furious-mäßig. Boah, das ist krass. Das ist total Scheiß, schnell. Das ist der schnellste Wagen im Westen. Nicht mal die Highwaymen können damit halten. Ich meine, das Auto von ihm. Hat mich David Hasselhoff angerufen und meinte so, Jo, sag's nicht weiter, aber Kit ist eine Nervensäge. Ich hätte viel lieber deine Karre. Ich habe ihm gesagt, er kann auch ruhig mal zu Fuß gehen. Deswegen haben sie ihn ja überhaupt geklaut. Die waren einfach neidisch auf mein Tempo. Und wie sexy ich aussehe, wenn ich drin sitze. Die sind ja so erbärmlich. Aber ich lache zuletzt. Ich habe eine Falle eingebaut. Denn die würden darin sowieso nie so gut aussehen wie ich. Weil ich diese Selbstsicherheit habe, die nach außen strahlt. Und Selbstbewusstsein das Wichtigste überhaupt ist. Deshalb haben sie ihn hergebracht, um die Falle zu entschärfen. Aber naja, weißt du, ich war schneller. Warte. Lass mich lieber die Sprengfalle abschalten, bevor du einsteigst. So nicht. Ah ja, alles klar. Moment, was? Wofür war das nochmal? Ach egal, keine Sorge, wird schon. Alles ist gut, das wird schon. Bist du bereit, so schnell zu fahren, dass dich deine Schamhaare am Arsch kitzeln? Ich fand's lustig. Ja. Das ist super schnell, das Auto. Ich würde echt vorsichtig sein damit. Ja, ja. Weil, gefährlich und so hier. Du bist auch eingestellt. Ich glaube, ich muss wieder laufen. Oh, shit! Das da ist die Sprengfalle. Hab sie wohl doch irgendwie nicht ganz entschärft. Okay, kein Ding. Solange wir nicht länger als ein paar Sekunden stehen bleiben, dürfte eigentlich nichts passieren. Okay, ich stehe drauf. Keine Sorge, ich bin mit an Bord. Schieß die Straßensperre einfach weg. Oder du fährst einfach. Ich bin drauf. Fahr einfach immer den Schienen nach. Highwayman, irgendwer muss Verstärkung geholt haben. Wer schießt? Ich schieß. Du kannst aber auch schießen. Ich glaube, ich kann schießen. Ich kann schießen. Wow. Ich hab dir höchste versprochen und stattdessen
dieses Auto ist rasend schnell, wenn alles in Ordnung ist. Nur mit dem Baby und allem hatte ich einfach keine Zeit. Aber die Karre ist schon ziemlich cool, oder? Ich werde dein Schweigen als Zustimmung. Genau da unten! Wow, ich bin runtergefallen. Moment. Keine Sorge, ich schaff das schon. Keine Sorge, ich schaff das schon. Leute, wenn du nicht weiterfährst, fliegt das Auto in die Luft. Schon vergessen. Auf. Auf. Itchy? Ich bin da. Da kommt Luftunterstützung. Ich kümmere mich darum. Luftunterstützung ist weg. Was, so weit ist der Wagen? Weißt du was, Keule? Scheiß auf den Wagen und all die Erinnerungen, die da dran hängen. Der ist zu lärm. Lass uns einfach rausspringen, wegrennen und zusehen, wie er hochgeht. Was willst du, Missgeburt? Was sagt? Wolltest du nicht mit dem schnellen Auto weiterfahren? Er hat gesagt, wir sollen rausgehen. Ja, ich weiß. Wow, krass. Ja. Herc. Und? Das ist ein Konflikt. Oh, du hast es richtig drauf. Oh ja, oh Mann. Ich weiß, das war nur Schrittgeschwindigkeit, aber mein Herz pocht und mein Schwengel ist steinhart. Das war heftig. Mann, das war Explosionen und Schüsse und scheiß Bisons. Und wenn wir angehalten hätten, wären wir draufgegangen. Wie in diesem Film Speed, nur in Ultra-Zeitlupe, Mann. Scheiße, Mann. Und weißt du, ich wollte dir das Auto als Belohnung geben, aber keine Angst, ich baue dir ein neues und verspreche dir, dass es schneller fährt als das hier, okay? Weißt du, ich glaube, wir waren ein affenstarkes Team, ja. Und ich spüre irgendwie, dass du das auch so siehst. Also, wenn du willst, können wir diesen Weg der Rache weiter zusammengehen. Noch ein paar Köpfe knallen lassen. Ruf mich einfach an, ich habe eigentlich immer Zeit. Gut, was macht man als nächstes? Das Baby gehört uns. Egal, wo du dich versteckt hast, du Rechnick. Wir finden dich. Und deine Bestrafung wird schlimmer als alles, was wir der verräterischen Mutter des Kindes angetan haben. Kannst du darauf wetten? Buscher und 2 Außenposten. Aha. Leerer Garten. Wie du möchtest. Ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir erstmal den leeren Garten dann rausnehmen. Ich denke, dass ich das Auto fahren lassen. Ah, gut. Das fährt etwas anders als das holprige gerade. Ach, das ist ein Feuer. Ach, du bist das. Soll ich dich schlagen? Ich erschieße dich. Okay, wo sind wir denn hier? Sieht schön aus. Keine Ahnung, wo wir hier sind. Das ist irgendwo im Nirgendwo. Hier steht so eine schöne Hütte.
Das ist das, was du gerade gesagt hast. Ja, jetzt ja mal. Oben ist was zu lesen. Wo? Auf dem Bett. Ach nee, auf dem Nachttisch, zwischen den Betten. Sharkys Tagebuch. Fünfter Tag. Ich werde Tagebuch schreiben. Nicht, weil ich ein Streber bin oder so. Ich glaube nur, es sollte jemand was aufschreiben. Nur für den Fall, dass noch Leute leben. Also werde ich jeden Tag was schreiben. 35. Tag. Scheiße. Hey, ich habe voll vergessen zu schreiben. Hab mächtig Party im Bunker gemacht. Herc hat das hier damals als Clubhaus benutzt, also gibt's massenweise Partyschnaps, grünes Glück und VHS-Pornos. Bisher war die Apokalypse also ziemlich entspannt. 38. Tag. Konnte gerade von der Seite ins Hemd von meiner Tante sehen. Das war ziemlich cool. 48. Tag. Von Tante Eddie kommen laute Sexstöhner, um Senior zu ärgern. Das wäre ja cool, aber ich muss Sack an Arsch mit Herc schlafen und mich echt anstrengen, jetzt keine Latte zu bekommen. 51. Tag. Hercs Dad ist ein Arschloch. Er beschwert sich ständig darüber, dass wir Party machen. Alle anderen haben Spaß, aber die Arschkrampe beschwert sich ständig. Man würde ja denken, der Grasnebel im Bunker würde ihn ruhig stellen, aber nein. 53. Tag. Tante Eddie und Senior hören nicht auf zu streiten. Man könnte glauben, die wären noch verheiratet. Herc versucht immer, den Streit zu schlichten, indem er einen Talentwettbewerb veranstaltet. 94. Tag. Vielleicht liegt's ja an den Pillen, die wir in dem Kissen gefunden haben, aber so langsam mag ich Xander. Der ist schon in Ordnung. Immer noch ein Beta-Loser, aber ich freue mich für ihn und Tantchen. 107. Tag. Oh, scheiße. Ich habe meinen Fellanzug gefunden. So merkwürdig, den zu tragen, ohne zu winseln. 212. Tag. Uns ist der Partyschnaps ausgegangen. Hab außerdem gelernt, dass einen Pisse nicht betrunken macht. 230. Tag. Nüchtern ist Herc echt unangenehm. Er wird so emotional, wenn es um seinen Vater geht. Er hat kapiert, dass sein Dad ein Arsch ist, der ihn zum Sterben zurückgelassen hat. 268. Tag. Ich muss was tun, um Herc zu helfen. Hab ihn noch nie so deprimiert gesehen. Er macht sich echt Sorgen, wie sein alter Herr zu werden. 279. Tag. Ich hab's. Werd versuchen, Toilettenwein zu machen, wie im Gefängnis. Wenn ich mich richtig erinnere, braucht man nur Dosenobst und Brot. 415. Tag. Was war das? Was ist hier los? Was ist das? Ein Wildschwein ist reingekommen. Oh. Warte mal eine Sekunde. Blinde und dann. Also. 415. Tag. 415. Tag. Gras ist alle. Alle, Gras, alle. Sieht düster aus. 473. Tag. Geschafft. Ich hab Toilettenwein gemacht. Hatte vergessen, Zucker dazu zu geben. Gott sei Dank ist Herc wieder normal. Ich hatte recht.
Das Heilmittel für Depression ist wirklich, sich einfach so richtig krass zu besaufen. 636. Tag. Senior dreht durch. Er glaubt, wir würden heimlich Pläne gegen ihn schmieden. Ich weiß nicht, wer darauf kommt, dass das geheim ist. Wir stehen direkt neben ihn, wenn wir darüber reden, ihn zu töten. 820. Tag. Gute Nachrichten. Senior hat den Bunker verlassen. Er hat gesagt, er würde es lieber mit der Strahlung aufnehmen, als noch eine Sekunde mit uns zu verbringen. 1095. Tag. 3 Jahre sind wir hier. Seit ein paar Tagen haben wir kein Essen mehr. Wir wissen nicht, ob es schon sicher ist, aber wir werden es riskieren. Tante Eddie und Xander nehmen den Helikopter. Sie werden versuchen, diese Sexkommuneninsel nahe Kuba zu finden. Herky und ich werden zu Mad Max Bandenchefs. Unsere neuen Namen sind Lord Hürkmungus und Sharksidus Erectus. Oh, was für ein schöner Tag. Was ist denn hier los? Kann man nicht meine Ruhe etwas angucken? Ja, die müssen doch hier im Bunker gehabt haben. Hast du das hier schon gesammelt? Aber in dem Bunker dürfte ja nicht mehr viel sein, wie man gelesen hat. Aber trotzdem würde ich ganz gerne wissen, wo der ist. Ich habe auch gewusst. Also ich habe bis jetzt keinen gesehen. Ja, der ist, glaube ich, hier so ein bisschen versteckt irgendwo. Wenn er überhaupt da ist, aber doch, es müsste einer sein, meine ich. Was entdeckt? Nicht wirklich. Der ist aber... Ja, es ist Nacht. Ich brenne. Oder gibt es hier vielleicht doch keinen Bunker? Das weiß ich nicht. Das kann ich nur du wissen. Oder ist das der Bunker? Nee, das ist das Clubhaus. Da der Bunker müsste eigentlich irgendwo hier sein. Ach, jetzt suchen wir schon zu zweit und finden ihn nicht. Vielleicht gibt es auch keinen. Selbstgemachter Toilettenwein. Ohne Zucker. Oh. Was denn? Steil runter. Hast du? Nee. Oh, ich meine, der müsste hier sein, an dieser Stelle, aber es ist leider jetzt dunkel, Nacht. Und vielleicht bin ich schon mal rübergelaufen. Keine Ahnung. Ja. Naja, mach ich auch. Müssen wir bei Tageslicht hier nochmal herkommen. Naja, Vorteilspunkte und so, die hätten sie uns bestimmt noch dagelassen. Ja, aber dann hätten sie ja... Oh, Hundi. Aua! Au! Hey! Au! Lass das!
irgendwas markiert? Nein. Nichts markiert? Ich meine, ob wir drauf parkiert haben. Oder war ich, ist hier wirklich kein Bunker? Nö, ich sehe in der Nacht keinen Bunker hier. Ich glaube, der ist schon tagsüber schwer zu finden. Ein schickes Auto, Richie. Ja. Wo? Großes Auto, ja. Ja, wollen wir weiter? Ich hab sie nicht getötet. Nee. Warte, lass mich steigen. Aufpassen! Aufpassen! Der will das Auto klauen, das finde ich nicht nett. Ach, Richie. Was denn? Der Vogel greift mich an. Hier, ich werd belästigt von Federvieh. Wow. Du kriegst das Auto nicht, such dir ein anderes. Tschüss, auf Wiedersehen. Bye, bye. Das ist unser Auto. Okay. Richie, steig ein. Ich hol mir den Vogel noch. Ja, okay. Hier war eine Bombe außerdem drin. Das wäre sofort explodiert. Wobei? Naja, wenn er eingestiegen wäre. Er war ja schon. Ach, guck an. Dann können die also auch Bomben entschärfen. Ich dachte nur, ich könnte das. Gut. Ja. Bist du an Bord? Oben. Ah. Jetzt weiß ich aber nicht, links oder rechts. Ich würde ja lieber diesmal die andere Richtung nehmen, aber... Rechts. Das ist doch hier kein richtiger Weg, oder? Ich meine, keine Straße. Ist das eine Straße? Das... Passen wir da durch? Schön, war schön. Ich weiß gar nicht, ob ich... Doch, wir könnten. Das versuchen. Ich weiß gar nicht, ob ich die kenne, diese Höhle. Ja,
mit. Was ist das? Wildes, wildes, wildes. Oh, Vorsicht! Wer war das? Hast du da so einen Powerschuss in deinem Gewehr? Du wahrscheinlich. Ach, ich hab das Gewehr gewechselt, weil ich hier keine Munition für das andere habe. Jetzt verstehe ich. Und das hat richtig Power. Ja. Das Scharfschützengewehr. Das ist ziemlich aufgebessert, aufgewertet. Ja, das bedeutet aber, dass ich keine Munition mehr habe für unseren nächsten Einsatz. Was machen wir denn als nächstes? Ach so, befreie den Außenposten, steht doch da. Ich habe jetzt erstmal den Plünderer niedergemacht. Ach, und hier wäre, wenn wir weitergehen, das wäre, nee, den wollen wir ja noch nicht. Oder sollen wir den holen erst? Ganz wie du möchtest, dann schlage ich vor, dass wir das dann in der nächsten Folge machen. Ja, würde ich auch sagen. Dann speichere ich mal. Ja. Dann bedanken wir uns für euer Zusehen. Für eure Kommentare und für eure Likes. Lieben Dank dafür. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.